So, nächster Versuch. Ich habe ihn zwar nicht erreicht, aber er liest die WhatsApp. Insofern probiere ich das jetzt einfach nochmal. Noch ist er nicht da. Herr Schmidt, wenn Sie hier reinkommen, wird Ihnen sofort die Anfrage gestellt, ob Sie einen Auftritt beantragen möchten. Das bitte senden und dann kann ich Sie hier reinholen. Aber ich schaue nochmal nach. Ah, da ist er! Hervorragend! Verbindung wird geprüft. Bei 250 Mbit sollte das kein Problem sein. Warten auf die Althoff Collection. Wir warten immer noch. Wir sind übrigens bei 11 Minuten. Thomas Dorfer wurde geschlagen. So. Verbindung wird hergestellt. Hervorragend. Hören Sie mich? Na, ich kann Sie noch nicht hören. Entweder den Sound lauter am Handy. Haben Sie ein Mikro eingesteckt? Nein. Ich kann Sie leider nicht hören. Machen Sie mal die Lautstärke bitte ein bisschen lauter. Gehen Sie noch mal raus und wieder rein. Vielleicht klappt es dann. Oder haben Sie irgendwas vorm Handy unten liegen? Ansonsten fällt mir nicht so viel ein. Nee, sonst würde ich auch irgendeine Knacke hören oder sowas. Das ist die andere Seite. Ja, Mikro an. Mikro an und aus gibt es, glaube ich, bei Instagram jetzt überhaupt keine Funktionalität. Wenn dann nur am Handy, dass es komplett ausgeschaltet ist. Ja, das. Ach, Sie können mich auch nicht hören. Dann schmeiße ich Sie noch mal kurz raus und ich hole Sie noch mal rein. Vielleicht ist das ein temporär Collection rausschmeißen. So, nächster Versuch. Hört ihr mich denn? Ja, oder? Bitte mal kurzes Feedback. Dann weiß ich, ob es vielleicht an mir liegt. Wie lange kann sowas dauern? Ja, okay, alles klar. Dann holen wir jetzt nochmal die Althoff Collection rein. Mit Herrn Schmidt. Wir warten, sehr geduldig. Ja, yes! Es hat funktioniert. Ich hoffe, es funktioniert jetzt, sorry, aber irgendwie... Ja, überhaupt kein Problem. Wir haben doch alle Zeit der Welt, oder? Wir sind ja keine Getriebenen mehr. Nee, im Moment nicht, leider. Schön, Sie zu sehen. Geht's Ihnen gut? Hier ist alles fein. Wie geht's Ihnen? Wie geht's dem Team? Und wo sind Sie gerade? Ja, ich kann da drei Antworten drauf geben. Mir selbst geht's gesundheitlich gut. Ich bin bei mir zu Hause. Wenn ich über unsere Hotels nachdenke und über Restaurants, die alle geschlossen sind, dann geht das überhaupt nicht gut. Und wenn ich an unsere Mitarbeiter denke, schon gar nicht. Ja. Der größte Teil von denen befindet sich leider in Kurzarbeit. Und als allerletztes, wenn ich über meine Freiheitsrechte, die mir das Grundgesetz garantiert, nachdenke, da wird mir das ganz übel. Okay, ich sehe schon. Wir haben heute einiges zu besprechen. Erzählen Sie doch mal kurz, wie der Status bei der Althoff Collection ist, oder? Wir können ja auch mal die einzelnen Häuser durchgehen. Wir haben, wie gesagt, alle Zeit der Welt. Ja, also wir haben gerade Kurzarbeit erwähnt. Wie sieht es aus? Also der Status ist, dass wir am 19. und 20. März alle Hotels ausnahmslos geschlossen haben. Und das ist der Status quo auch heute noch, bis auf das Hotel in Stuttgart. Das ist das Einzige, was mit einer wirklich sehr minimalen Belegung auf hat, um einfach zu gucken, wie ist der Markt, um ein bisschen rauszukriegen, wie sind die Geschäftsreisende drauf, aber das ist nach wie vor extrem ruhig.
Und wir befürchten auch, dass sich das im Mai nicht ändern wird. Also von welcher Auslastung sprechen wir da? In Stuttgart, ja, 7-8 Zimmer am Tag bei 106 Zimmer, die wir da haben. Also das kann man vergessen im Grundsatz. Es ist einfach nur ein Ausprobieren und gucken, wie ist die Reaktion von Geschäftsreisenden. Touristische Gast darf ja sowieso nicht reisen. Ja. So, und wir befürchten, dass das auch im Mai so bleiben wird und gehen frühestens von einer Öffnung, einer zarten Öffnung Mitte Mai aus, wahrscheinlicher aber eher nach Pfingsten. Ihr Handy haut ab und zu ab. Bitte? Das haut ab, ja. Geht's? Ja. Ja, ja, jetzt ist alles fein. Also demnach eine dramatische Situation für Althoff. Wie lange hält man sowas durch? Naja, also wir haben, unsere Strategie hat drei Punkte. Wir werden es als Unternehmen überleben. Wir halten unsere Mitarbeiter und wir wollen aus der Krise möglichst gestärkt hervorgehen. Mhm. Das sind unsere Ziele, das bestimmt unser gesamtes Handeln und Tun. Wir haben gut gewirtschaftet die letzten Jahre. Das hilft uns natürlich jetzt in den schwierigen Zeiten, insbesondere auch, wenn Sie diese staatlichen Hilfen in Anspruch nehmen wollen, KfW-Darlehen, die bekommen Sie nur, wenn Sie ein stabiles Unternehmen sind und nachweisen konnten, genau, und in der Vergangenheit gut gewirtschaftet haben. Das ist bei uns so. Deswegen können wir solche Dinge bekommen, haben sie auch beantragt und werden sie auch bekommen. Das macht uns einigermaßen zuversichtlich, dass wir da durchkommen. Trotzdem werden hier Millionen vernichtet im Moment. Und schlimm auch, jetzt mal abgesehen vom Geld, ist eben auch der Zustand unserer Beschäftigten teilweise. Ne? Wir haben alleinerziehende Mütter, die zu Hause sitzen mit den Kindern, die nicht in die Kitas dürfen. Wir haben Geringverdiener, bei denen ist es schlimm, wenn sie auch Kurzarbeit nutzen. Ja. Das heißt, sie haben nur noch 60% ihres Nettoeinkommens. Oder 67, ja, bei Kindern. Eingetragene, ja, Kinder haben. Wir haben jetzt zumindest schon mal im April jetzt das Kurzarbeitergeld aufgestockt auf 80%. Mhm. Und diese Aufstockung als eine Art Darlehen zinslos geben, was die Mitarbeiter entweder mit Mehrarbeit irgendwann, die ja bei uns immer wieder anfällt, zurückzahlen können. Können es auch geldlich zurückbezahlen oder mit Guthaben, die auch ständig bei uns anfangen. Also wir machen das ganz easy, sind da nicht sehr restriktiv, versuchen so das Schlimmste, sage ich mal, zu verhindern, weil 60% oder 80% oder 67% oder 87% Riesenunterschied. Ein großer Unterschied. Ja. Und das ist auch die Kritik von mir an dem, was da jetzt an Maßnahmen ergriffen wurde, ist, warum kommt ein Kurzarbeitergeld für die Beschäftigten jetzt im Juni mit 70% und dann irgendwann im Oktober mit 80. Das wird viele nicht mehr erreichen, weil die dann in der Arbeitslosigkeit sind. Die halten das gar nicht durch. Also Sie fordern eigentlich eine Rückwirkung. Ja, oder eine sofortige Anhebung. Ich weiß nicht, was diese Salamitaktik soll. Die ist wirtschaftlich nicht sinnvoll. Können uns freuen, dass wir jetzt diese Mehrwertsteuersenkung allerdings nur auf Speisen, das haben auch die wenigsten verstanden, warum nur auf Speisen bekommen. Stimmt, ja. Auch wieder so eine Verschlimmerung dieser Maßnahme, das allein umzusetzen. Da bin ich mal gespannt, was das für einen Bürokratismus geben wird. Ne? Sie haben gerade erwähnt, ab wann die Hotels zu waren, bis auf Stuttgart, alle rigoros geschlossen. Stuttgart war auch zu. Achso, okay, das hat dann erst wieder eröffnet. Jetzt die Woche wieder, ja. Gab es denn Zwischenschritte, wo Sie beispielsweise in den Restaurants kurzfristig beschlossen hatten, nur noch mittags zu öffnen oder sowas? Nein, wir haben mit der Schließung der Hotels sofort auch alle Restaurants geschlossen. Und wir haben ja auch Hotels in NRW und in Köln, haben wir auch eins in Köln. Wir haben sehr viele Hotels und die sind fast alle hier auch im Chat drin. Also Villa Belrose ist dabei, Seehotel Überfahrt, Bensberg sowieso. Ja. Fürstenhof Zell habe ich auch gesehen. Ja. Nein, wir hatten ja in Köln zum Beispiel die Situation tagelang, dass sogar der Betrieb von Hotels verboten war. Mussten die Hotels alle schließen. Das hat dann das Land Nordrhein-Westfalen zurückgenommen. Da bin ich mal gespannt, auf was da auf die Stadt Köln zukommt. An Klagewellen auch. Ja. Das war unverhältnismäßig.
Aber gut, wir haben es nicht im Griff. Die Dominanz haben heute andere. Das sind die Virologen. Die bestimmen jetzt im Moment das Geschehen. Aber auch nur ein Teil der Virologen. Das ist auch etwas, was mich sehr empört, dass eben viele andere Virologen, die gegenteilige Meinungen auch vertreten, überhaupt nicht zu Wort kommen. Also man sieht immer die gleichen im Fernsehen und sieht immer die gleichen zitiert in der Presse auch. Und das hat für mich schon fast manipulativen Charakter. Man lässt die anderen nicht zu Wort kommen. Und ich befürchte, dass hier, wenn man es mal freundlich formulieren will, ein großes Missverständnis hier jede Menge Menschen in den Ruin treiben wird. Finanziell in den Ruin, aber auch gedanklich von der Psyche her in den Ruin. Und ich fordere ganz klar, dass hier ganz schnell pragmatisch darüber nachgedacht wird, wie wir mit dem Coronavirus umgehen. Es ist zugegebenermaßen eine schlimme Pandemie, aber sie ist weniger schlimm als jede Grippewelle. Sie ist nur schlimmer dadurch, dass wir keinen Impfstoff haben, keine Medikamente. Das ist das Schlimme an diesem Virus. Aber trotzdem müssen wir damit leben, wie wir auch mit einer schweren Grippewelle immer leben. Die 25.000 Grippetote, die Deutschland jedes Jahr hat, die werden nicht jeden Tag im Fernsehen aufgezählt. Jetzt die 5.000, die wir bis jetzt haben, oder knapp 6.000, die werden jeden Tag erzählt. Und das ist für mich wirklich eine schlimme Panikmache, die uns gesellschaftlich stark verändert. Wir müssen aus meiner Sicht wirklich aufpassen, dass wir nicht in eine Art manipulativen Staatsgebarens hier reinrutschen. Also die Gefahr sehe ich, wenn das so weitergeht. Wenn Sie das heißt, Sie sind sowohl mit den führenden Virologen als auch mit der Bundespolitik und der Regionalpolitik unzufrieden? Ja, auch vor allem, wie den Leuten Angst gemacht wird. Wenn Sie sehen, es wird uns jetzt erzählt, dass wir fast 160.000 infizierte Menschen haben. Das ist die Nachricht. Die Nachricht, dass davon schon über 100.000 wieder gesundet sind, die findet erst im zweiten oder dritten Satz statt. Und es ist einfach nicht richtig. Wir haben keine 160.000 kranken Menschen. Wir haben etwa 50.000 im Moment. Und das ist so etwas, wo ich mich frage, warum macht man das? Warum macht man den Leuten so Angst? Ich bin sehr dafür, dass diese Hygieneregeln alle eingehalten werden. Ich bin auch dafür, dass diese Abstandsregelungen eingehalten werden. Aber ich bin nicht dafür, dass dieses gesellschaftliche Leben gegen Null gefahren wird. Aber sehen Sie nicht die Gefahr, gerade wird ja auch erwähnt von Hut, dass wir relativ schnell in so Zustände wie Spanien oder Italien kippen könnten, wenn die Reproduktionsziffer einfach oder Zahl nicht im Griff gehalten wird? Ich sage ja nicht, dass die ersten Maßnahmen falsch waren, aber die müssen aufhören jetzt. Es gibt auch führende Virologen, die haben festgestellt, dass diese Reproduktionszahl, die immer hier uns erzählt wird, die unter 1 sein muss, ne? Dass das die entscheidende Zahl ist. Wenn man das jetzt glaubt, dann muss man mal die Kurven zurückverfolgen. Wir hatten am 23. März den Beginn dieser Ausgangsbeschränkungen oder Kontaktbeschränkungen. Am 22. März hatten wir bereits eine Reproduktionszahl von 1,0. Das heißt also, in den letzten 5 Wochen ist die Reproduktionszahl von 1,0 auf 0,9 zurückgegangen. Das halte ich nicht für eine dramatische Veränderung. Und die ist so gering, die Veränderung, dass die vielen Nachteile, die mit diesen Kontaktbeschränkungen einhergehen, das nicht aufwiegen. Wir müssen einfach gucken, dass wir vernünftig mit dem Coronavirus leben, dass wir die Leute, die schutzbedürftig sind, alte Menschen, kranke Menschen, super schützen, dass die auch in eine Art überschaubare Quarantäne gehen. Das halte ich alles für richtig. Aber die anderen 60 Millionen, die nicht krank sind, die nicht alt sind, die muss man wieder in eine Normalität zurückführen. Und wie stellen Sie sich diese Normalität vor? Naja, ich glaube, ich halte das für ganz schlecht zum Beispiel, dass ich jetzt zum Beispiel keine Freunde einladen kann zu mir nach Hause. Ich bin in der Lage zu sagen, wir können uns raussetzen, dass wir 1,50 Meter auseinander sitzen, trotzdem ein Glas Wein trinken können oder was zusammen essen können. Das ist eine Kleinigkeit jetzt. Aber dass eben diese ganzen sozialen Kontakte wieder anfangen zu funktionieren. Es gibt es Leute, die sind privilegiert, wie ich, der einen Garten hat. Es gibt aber auch Leute, die haben noch nicht mal einen Balkon. Die sitzen jetzt, dürfen keine Freunde empfangen, keine Verwandten empfangen. Ich halte es für absolut nicht nachvollziehbar.
Das heißt, Sie beziehen das gar nicht, also die Vorwürfe Richtung Politik und Virologie beziehen Sie gar nicht auf Ihr Business Case, auf Althoff, sondern mehr auf die sozialen Kontakte. Doch, natürlich auch. Ich spreche mit ganz vielen, auch mit vielen Stammgästen und so weiter, und die sagen mir, sie vermissen das, dass sie da essen gehen können. Und wir wären sehr wohl in der Lage, in unseren Restaurants Regeln einzuführen, die das möglich machen. Klar, haben wir dann nicht mehr in einem Restaurant, das normalerweise 60 Sitzplätze hat, haben wir vielleicht nur noch 20 oder 30, würden aber dann auch nur die Hälfte der Mitarbeiter arbeiten lassen und auch die mit gehörigem Abstand zu den Gästen. Ja. Meiner Meinung nach machbar, ohne dass sich die Kellner maskieren müssen und ohne dass die Gäste die Maske anheben müssen, um ein Glas Wein zu trinken. Das kann man auch mit guten Abstandsregeln und guten hygienischen Bedingungen schaffen. Und gerade wir in der Hotellerie und Gastronomie, wir sind ja hygienisch extrem kontrolliert. Wir haben diese HACCP-Regeln, die wir auch alle, hoffentlich die meisten, halten die auch gut ein. Und von daher geht es bei uns wahrscheinlich hygienischer zu als in jedem Haushalt. Aber meinen Sie nicht, dass selbst wenn es jetzt weiter geöffnet werden würde und die Lockerungen sozusagen relativ schnell zeitnah eintreten würden, dass die Gäste noch nicht wieder in Scharen zurückströmen würden in ihre Restaurants und in die Hotels? Das glaube ich nicht, dass sie jetzt in Scharen zurückkommen. Dazu sitzt diese Angst auch zu tief. Man kann es ja beobachten, ich war heute auf dem Wochenmarkt hier in Celle, gesehen da, wie verschreckt die Leute teilweise gucken und sich bewegen. Das wird dauern, aber man muss es ja irgendwann anfangen. Auch wenn wir damit jetzt leben müssen, dass vielleicht, wenn die Gastronomie meinetwegen Mitte Mai aufmacht, vielleicht haben wir dann eine Normalität im Herbst. Schneller haben wir die, glaube ich, nicht. Aber der Staat muss kommen. Okay, ich bin in Teilen bei Ihnen, ganz klar. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wenn es zu lasch behandelt werden würde und wenn man nicht eine gewisse Grundangst hätte, die man natürlich oktroyiert bekommen hat, keine Frage, und das ist ja dann noch alles sehr repetitiv, gebetsmühlenartig, man sieht es jetzt noch, wie Jugendliche auf der Straße rumhängen, zu vier, zu fünf, da kann mir niemand erzählen, dass das alles Geschwister sind. Nein, aber die machen das ja, aber Herr Stromer, die machen das ja jetzt, obwohl es nicht zulässig ist, machen die das ja. Eben. Machen sie ja trotzdem. Was würden die erst machen, wenn es zulässig wäre? Ja, aber mehr als aufeinanderhängen? Naja, also aufeinanderhängen lässt sich schon noch steigern. Ja, okay. Man muss aber nicht beim Detail erzählen gehen. Sie mir doch mal ganz kurz, wie Sie sich das vorstellen im Fine Dining. Nehmen wir mal das Vendôme oder die Überfahrt. 2-3-Sterne-Restaurants, die Sie in der Collection haben. Wie soll in 2 Monaten ein Besuch dort ablaufen? Naja, wir würden es in dem Vendôme wahrscheinlich die Hälfte aller Tische rausräumen. Wie viele Sitzplätze haben Sie? Um die 40, 45? Ja, das Vendôme hat maximal 40. Also dann sitzen da nur noch 20 Gäste drin. Wir würden natürlich Desinfektionsmittel in den Eingängen hinstellen. Haben wir jetzt schon gehabt, am Schluss, wie die Restaurants noch auffahren. Wir würden gucken, dass alle unsere Mitarbeiter, bevor sie ihre Arbeit antreten, das Fieber gemessen bekommen. Wir würden den Gästen das anbieten, dass sie sich über ein Infrarot auch Fieber messen lassen können, bevor sie das Restaurant betreten. Es gibt aber viele Infizierte ohne Symptome. Ja, klar. Aber das haben sie auch bei einer Grippewelle. Ja, da bin ich auch bei Ihnen. Aber also Sie reduzieren die Sitzplätze um die Hälfte. Was läuft aber im Backoffice ab? Also ich kann mir das sehr gut im Frontoffice vorstellen. Ja. Also das heißt die Grenze zwischen Gast und Servicemitarbeiter. Aber gerade im Backoffice sind die doch unglaublich eng beieinander und es gibt wesentlich kleinere Küchen landesweit als das Vendôme. Wenn man da 12 Mitarbeiter auf wenige Quadratmeter packt, da können ja überhaupt keine hygienischen Maßstäbe eingehalten werden, oder? Also unsere Küche hat 200 Quadratmeter. Da passen 12 Leute rein. Aber ich sag mal, wenn wir nur 20 Gäste haben, haben wir auch keine 12 Köche in der Küche. Okay. Dann stehen nur noch 6 Köche drin. Ja. Ich würde die Köche auch mit Mundschutz arbeiten lassen. Das würde ich in dem Fall, müssten wir das machen, auch wenn es unangenehm ist für denjenigen, der sie aufhat. Aber das würden wir den Gästen auch garantieren. Und man kann sich sogar überlegen, ob man ein Center Table macht, wo die Kellner das Essen hinstellen und der Gast sich das vom Center Table sogar holen kann. Okay. Das wäre also auch eine, ist es nicht der
großartige Service, den die Gäste sonst kennen. Wenn sie gerne toll essen wollen, machen die das vielleicht sogar, dass man sagt, Achtung, ihr Essen steht jetzt hier auf dem Center Table, Sie können sich das holen. Man kann auch die Flasche Wein aufmachen, auf den Tisch stellen. Die Gäste schenken sich den Wein selber ein. Ja gut, das ist ja sowieso das geringste Problem. Von daher könnte man den Kontakt zu den Service-Mitarbeitern, den könnte man auch ziemlich begrenzen. Wichtig ist ja, dass der Gast die Beratung des Service-Mitarbeiters hat. Und die kann aus 2 Meter Entfernung stattfinden. Ja, zumal er ja auch, wir haben das jetzt, ich glaube, mit Hendrik Thoma diskutiert vor ein paar Tagen. Die Weinbegleitung könnte ja auch immer auf dem Mundschutz draufstehen. Ja. Okay. Aber ich entnehme Ihren Äußerungen, dass Sie sich natürlich intern schon sehr viele Gedanken gemacht haben. Ja. Wie lief das ab? Wie viele Meetings haben Sie? Wie oft trifft man sich? Sind das nur Videokonferenzen oder gibt es Board-Meetings auch mit großem Abstand? Ja. Erzählen Sie doch davon ein bisschen. Also, ich erzähle es jetzt mal von meiner Arbeit, die bei uns in dem Head Office stattfindet, von wo aus wir die Hotels betreuen und beraten. Der allergrößte Teil findet bei Videokonferenzen statt, also über GoToMeeting oder Zoom. Das Ja. funktioniert erstaunlich gut. Und dadurch halten wir die Anzahl der Mitarbeiter, die im Office sind, sehr gering. Und ich selbst fahre einmal die Woche 2 bis 3 Tage in unser Head Office und treffe mich dann auch mit dem einen oder anderen, oder wir treffen uns auch in einer etwas größeren Runde, aber auch mit Abstand. Wir haben einen großen Tagungsraum, bleibt jeder zweite Stuhl frei. Man sitzt sich nicht genau gegenüber, sondern versetzt gegenüber. Also diese Abstandsregelung, die nehmen wir sehr ernst. Und wir haben in unserem Head Office 30 Mitarbeiter, keinen einzigen bisher, hoffentlich bleibt es auch so, Infizierten. Und wir haben auch in unseren Hotels bei 1.800 Mitarbeitern bisher noch keinen einzigen Infizierten gehabt. Okay. Schon mal eine gute Nachricht. Ich hoffe, das bleibt so. Das ist in der Tat eine gute Nachricht. Bitte zählen Sie doch mal die Häuser auf. Also ich habe sie im Kopf übrigens. Die Häuser, also ich fange jetzt an mit unseren Hotels, die 5 Sterne haben. Das ist in London, das Hotel St. James's. Dann gehe ich von Norden nach Süden. Da haben wir den Fürstenhof in Celle, haben das Grand Hotel Schloss Beensberg bei Köln in Bergisch Gladbach. Hotel am Schlossgarten in Stuttgart. Dann ganz im Süden das Seehotel Überfahrt. Und dann in Südfrankreich die Villa Belrose in Saint-Tropez. Sie haben das schon mal gemacht, oder? Bitte? Sie Die? haben das schon mal gemacht, alle Häuser aufgezählt. Ja, genau. Und dann kann ich Ihnen noch die 4 Sterne auch aufwendig Ja, aufzählen. bitte. Wir haben in Berlin das Hotel Abion, direkt an der Sie Spree sind auch hier gelegen. im Haus. Ich muss nachher ab und zu mal, nicht, dass Sie sich wundern, ein paar Comments einbauen. Aber Ja. bitte fahren Sie erst mal fort. Dann haben wir in der Speicherstadt das ein Amaron-Hotel. Wunderschön übrigens. Ja, Amaron, so heißen unsere 4-Sterne-Hotels und 4-Sterne-Plus-Hotels. Wir haben in Köln das Hotel Regent. Wir haben in Bonn den Königshof, ein sehr traditionelles Haus. Ganz neu, fast noch am Start, ist Hotel Neckarwillen in Frankfurt mit dem Restaurant Petit Royal, was wir in Zusammenarbeit mit dem Grill Royal machen in Berlin. Wir haben das wunderschöne Hotel in Neuschwanstein oder in Hohenschwangau. Neuschwanstein Hotels and Resorts. Wusste ich gar nicht. Ja, direkt also zwischen den beiden Königsschlössern, also am Fuß, wo sie hochfahren, das Neuschwanstein ist unser Hotel Also 95% asiatische Gäste vor der Krise. da. Außen, ja, im Hotel nicht. Also die Asiaten, es gibt auch welche im Hotel, aber die sind mehr Tagesgäste. Okay, verstehe. Ja. Ja. Wir haben da ein sehr schönes Resort, ein Leisure-Resort. Wir haben sehr viele junge Leute da, die diese Natur da. Dieser König Ludwig hat die Schlösser ja oder das Schloss dahin gebaut, weil er gemeint hat, das wäre der schönste Ort der Welt. Einer der schönsten Orte der Welt ist es bestimmt. Ob es der schönste ist, weiß ich nicht. Es ist ein traumhaftes Mountainbike-Revier auch. Die ganzen So, und kleinen Seen da im Hintergrund. da haben Ja. sie unglaublich viele sportive junge Menschen und Familien, die wir da in unserem Hotel haben. Und sehr, sehr schön. Mit 4 verschiedenen Hotelgebäuden, einem tollen Wellnessbereich. Da gibt es ein Bräustüberl dazu. Also ganz, ganz schön. Ja, und dann haben wir noch 2 Amaron-Hotels in der Schweiz. In Luzern. Leidet natürlich, wird auch lange leiden, weil die einen hohen ausländischen Gästeanteil haben. Wir Ja. erwarten dieses Jahr keine interkontinentalen Gäste mehr.
und eure Gäste aus Europa vielleicht ab Herbst. Und dann haben wir noch in Davos, direkt neben dem berühmten Kongresszentrum, ein Mountain Hotel. Die habe ich Haben auch wir schon hier entdeckt. noch. Also es läuft, würde man sagen, wenn man sich einfach nur anschaut, wie viele Outlets sie inzwischen haben, aber natürlich stark gebeutelt durch die Krise, wie die gesamte Hotellerie. Skizzieren Sie uns doch mal ein Szenario, wie die Althoff Hotels gut durchkommen. Ja, also Was muss wir wann fahren passieren, mit im welchen Öffnungen, Moment, wann müssen Gäste zurückkommen? ja, also im Moment fahren wir auf Sicht, weil wir wissen nicht, was ist im Juni, Juli, August oder September. Wir wissen nicht, können wir unser Hotel in Südfrankreich aufmachen, ja oder nein, was sagt der französische Staat. Also wir fahren jetzt auf Sicht und betrachten jetzt nur den Mai. Und wir werden jetzt am Dienstag, haben wir ein großes Board-Meeting mit unserem Inhaber auch, Thomas Althoff. Und auch mit unserem Incoming CEO Frank Machenbach werden dann entscheiden, welche Hotels wir im Mai wie aufmachen. Es wird darauf hinauslaufen, wenn wir Hotels aufmachen, werden wir vermutlich erstmal bis Mitte Mai nur Hotel Garni machen, also Übernachtungen mit Stück. Und dann schauen wir, ab wann die Restaurants aufmachen können. Und dann bin ich ziemlich sicher, dass wir nicht alle Restaurants gleichzeitig aufmachen. Ein Seehotel Überfahrt zum Beispiel am Tegernsee hat 5 Restaurant-Outlets. Und wir erwarten da nicht, dass wir Ende Mai oder Anfang Juni eine Auslastung haben von 70, 80%, sondern wir werden da eine haben vielleicht von 20 bis 40%, um irgendwas zu sagen. Und dann macht es keinen Sinn, 5 Restaurants vorzuhalten. Ja, Also, klar. da werden wir gucken, dass wir 2 Restaurants aufmachen, vielleicht das 3-Sterne-Restaurant und das italienische Restaurants und die anderen lassen wir sukzessive nachrangig an den Start gehen, sobald die Auslastung steigt. Aber im Ja. Moment heißt es wirklich nur den Mai anschauen. Und ja, wie kommen wir durch? Ich habe schon gesagt, das Unternehmen wird überleben. Bei all den schrecklichen Dingen, die so eine Krise hat, hat sie natürlich auch Chancen. Ist so eine Hotelschließungen und Kosten runterfahren, kann auch wie eine Schrotkur sein. Wenn Sie eine Schrotkur gemacht haben, fühlen Sie sich in der Regel auch besser als danach, als vorher. Und das ist unsere große Hoffnung, dass wir hinterher vielleicht auch einiges abgeschüttelt haben, was sich so im Laufe der Jahre irgendwie eingeschlichen hat, dass wir ein bisschen schlanker werden, ein bisschen überlegter werden bei Also Sie den. meinen den Overhead so ein bisschen zu reduzieren vielleicht, oder? Ja, ist jetzt nicht unbedingt ein Thema, was mit Mitarbeiterkosten zu tun hat, auch sicherlich, aber generell mit Kosten. Wie gehen wir generell mit Kosten um? Sind wir manchmal zu nachlässig oder zu großzügig oder denken nicht genug drüber nach? So eine Zeit, die wir jetzt durchleben, die gibt einem auch Gelegenheit, da intensiver drüber nachzudenken, als man das kann und tut, wenn man voll im Rennen ist. Man hätte es nie getan. Ja. Also wir haben dieses sprichwörtliche Hamsterrad schon ein paar Mal erwähnt. Man fängt ja nicht an, sich mal einen Tag oder zwei hinzusetzen und zu reflektieren, was man da tut, sondern Ja. ja, man ist da einfach gefangen. Also Sie sehen trotz dieser Dramatik, Sie sehen in der Krise auch eine Chance. Ich sehe in der Krise auch eine Chance, wobei ich mir die Krise trotzdem lieber erspart hätte. Wer nicht, wer nicht. Ich muss jetzt mal ein paar Comments einbauen. Ja. Just O2 fragt, kommt bald ein Interview mit Joachim Wissler. Wir haben ihn natürlich angefragt, allerdings möchte er sich aktuell nicht äußern. Er versucht, da irgendwie durchzukommen und wird sich wieder zu Wort melden, wenn sein Restaurant wieder geöffnet hat. Das akzeptieren wir natürlich vollkommen. Schweizer Stuben, dieses Stichwort ist jetzt 7 oder 8 Mal gefallen. Herr Schmidt. Was verbindet Sie mit den Schweizer Stuben, um mal von besseren Zeiten, von schöneren Zeiten zu sprechen? Naja, die Schweizer Stuben hat mein Vater gegründet, als Nicht-Hotelier, war Kunststofffabrikant. Und Wieso macht man sowas? naja, das ist so eine seltsame Geschichte. Wenn wir die Zeit haben, erzähle ich, versuche ich sie rasch zu Machen Sie es. erzählen. Also mein Vater war immer einer, der gerne gut gegessen hat und gleichzeitig war er ein Sportfanatiker. Er leistete sich in seinem Industrieunternehmen eine eigene Fußballmannschaft und hat daraus dann irgendwann einen Fußballverein gegründet. Und dann hat er gesagt, das brauchen wir auch ein Clubhaus für diesen Fußballverein. Und das war in Wertheim-Bettingen.
eben direkt neben dem Fußballplatz entstand dann dieses Hotel. Und weil er eben so ein sportlichen Faible hat, wurden auch noch 6 Tennisplätze gebaut. So ging das los. Okay. Und dann hat er immer Urlaub gemacht in 2 Ländern. Da war er irgendwie fixiert drauf, immer Schweiz und Italien. Und das hat auch erstmal sein kulinarisches Denken bestimmt. Und dann kam auch irgendwann dieser Name Schweizer Stuben, weil sich jeder gefragt hat, warum macht man im Badisch-Fränkischen eine Schweizer Stube? Ja. Das war auch so eine Überlegung, gesagt, da kann man alles kochen. Die Schweizer, da gibt es italienische Küche, französische Küche, deutsche Küche, da haben wir ein riesen Spektrum. Und so entstand es und hat sich dann eben so entwickelt. Und sagen wir, der Urknall dann eigentlich kam, das Hotel wurde 71 eröffnet und der Urknall kam 72. Da war ich mit meinem Vater und mit dem Jörg Müller, der dann damals in seinem ersten Jahr war. Der Bruder von Dieter Müller? Ja, mit dem waren wir im Tantris essen. Das hat damals gerade aufgemacht zu den Olympischen Spielen in München. Mhm. Und das war so eine Sensation, was da stattgefunden hat. Dass man wissen Sie noch, was Sie gegessen haben? Ja, ich weiß es noch. Das Dessert weiß ich nicht, weil ich weiß nur noch, dass der erste Gang ein Riesenteller war. Der war irgendwie wie eine Kuchenplatte. Und da lagen irgendwie 12 verschiedene Sachen drauf. Also ein Stückchen Gänseleber, Haricot vert in Speck eingewickelt, lackiertes Wachtelbrüstchen und. Und danach habe ich das Soufflé Saumon von Heberlin gegessen. Das da bei Herr Witzigmann auf der Karte stand. Der kam ja von Heberlin dahin. Und ja, das war also eine Erweckung. Und da kann ganz Deutschland... Also für alle Beteiligten, die dabei waren. Ja. Wir haben alle Speisekarten sofort eingestampft. Wir hatten damals Speisekarten, da waren hier 80 Gerichte drauf oder so. Das haben wir alles sofort geändert. Und ich habe dann die Gelegenheit gehabt, dass dann 73 kam dann auch Dieter Müller dazu. Und ich konnte mit den beiden Köchen damals als ganz junger Hecht sozusagen immer als Sohn des Inhabers mitarbeiten. Wie alt waren Sie damals? Also nicht, um hochzurechnen, sondern einfach nur, um das einordnen zu können. Also wie ich im Tantris war, 72, war ich 17. Dürfen Sie schon Wein trinken? Ein paar gute Burgunder? Ja, klar. Das habe ich schon früher gemacht. War das auch Ihr persönlich kulinarisches Erweckungserlebnis oder gab es da vorher schon was? Also in diese Richtung, in die sich dann die Schweizer Stuben entwickelt haben, ja. Aber vorher war das bei mir auch italienische Küche. Ist übrigens bis heute für mich eine großartige Geschichte. Naja, ich habe dann die Gelegenheit gehabt, wir haben es dann fortgebildet, die Müllers. Und ich war dann immer dabei, wir sind ganz Frankreich abgefahren, haben alle 3-Sterne-Restaurants abgeklappert, ne? Und das war extrem spannend, weil ja auch Frankreich gerade so im Umbruch war. So Bocuse war gerade so auf dem Höhepunkt. Ja. Aber nicht mehr unser Hero. Unsere Hero waren dann schon die Neueren, die so Mitte der 70er Jahre angefangen haben, die Küche wirklich neu zu machen, auch in Frankreich. Also Chapelle, Georges Blanc, Michel Gérard, diese Leute, das waren unsere Helden. Weniger die konservativen 3-Sterne-Restaurants, die man hauptsächlich auch in Paris noch gefunden hat. Ne? Mhm. Ja, und so hat sich das entwickelt. Und deswegen bedeutet für mich die Schweizer Stuben kulinarisch natürlich alles, weil das war auch diese Revolution in Deutschland, die begann ja eigentlich so mit Witzigmann. Er war der Auslöser. Und hat mit weitem Abstand den Takt hier vorgegeben. Und dann gab es ja nicht mehr so ganz furchtbar viele. Ich zähle dann noch dazu, das wissen gar nicht so viele, dass Jean-Claude Bourgueil Mitte der 70er Jahre schon 2 Michelin-Sterne hatte als Küchenchef in den Walliser Stuben. Das in der Tat, das wusste ich auch nicht. Das ist einer, den ich da dazu zähle. Natürlich die beiden Müllers, ganz klar. Und dann sind ein paar auch in Vergessenheit geraten, die das in Deutschland revolutioniert haben. Vielleicht mehr als welche, die später kamen und dann höhere Weihen erreicht haben. Ich denke an Albert Buley im Waldhorn in Ravensburg. Ich denke an Gerhard Gartner, damals noch der Meindelei in Bayerischzell, später in Aachen, in Gala, der so ein bisschen neue deutsche Küche dann in Aachen angefangen hat. Das waren so die... Und ja, und hier in Berlin gab es dann 2-Sterne-Restaurant. Wissen heute auch nicht mehr viele. Meinige Straße Nummer 10, Henri Lévy, genau. Ja. Einer der Sternefresser hat da sein erstes Sterneessen absolviert, spricht heute noch davon. Lothar Eiermann, schreibt Thierry Fischer hier gerade, war natürlich auch am Start damals.
Lothar Eiermann, genau, kam ja mehr aus der klassischen Erbrunnschule. Ne? Mhm. Und ja, es gab viele andere sehr gute Restaurants, aber sag mal, die innovativen, die habe ich, glaube ich, gerade ziemlich aufgezählt. Und ein Eiermann war immer top mit 2 Michelin-Sternen, immer besser bewertet als Boulay zum Beispiel. Aber der Boulay war eben ein sehr kreativer Typ auch. Der lebt ja nicht mehr leider. Ja, ich glaube, Amador hat bei dem, war bei dem auf jeden Fall einer seiner Meister. Ja. Sie haben damals unfassbar viele kulinarische Erlebnisse gehabt. Hat sich das dann weiter fortgesetzt? Ist das eine Passion geblieben? Oder? Ja, klar. Das hat mich mein ganzes Leben, begleitet mich heute noch. Ich bin da bei Althoff zwar für die Gesamtoperations verantwortlich, aber das Herz schlägt natürlich für den Teil der Hotellerie, der die hohe Gastronomie betrifft. Und es ist ja ganz großartig, was wir bei Althoff für tolle Köche haben. Ne? Joachim Wissler, Christian Jürgens, beide mit 3 Sterne. Wir hatten bis vor wenigen Jahren Nils Henkel auch mal bis zu 3 Sterne. Dieter Müller war bei Althoff mit 3 Sternen gelistet. Wir haben den Herrn Feix hier in Stuttgart und einige mehr. Also von daher ist diese kulinarische Welt mir auch bei Althoff natürlich gegeben. Ich bin froh, dass ich die da auch mit begleiten darf. Wir haben aber auch neben den Sterne-Restaurants großartige andere Köche, mit denen wir auch spannende Sachen machen. Sehr gute italienische Restaurants bei Althoff. Und wir denken gerade über ein, oder wir entwickeln gerade ein neues italienisches Konzept für unsere Amaron-Hotels. Da wird das erste im Juni an den Start gehen in Luzern. Und das zweite wird an den Start gehen in München. Ende des Jahres öffnen wir ein weiteres neues Amaron-Hotel, Amaron Motor World wird es sein. Das werden die beiden ersten sein, die ein neues Restaurantkonzept aufmachen, das wir bei Amaron in Zukunft ausrollen wollen. Was unterscheidet das von anderen Konzepten? Es ist jetzt von der Küche her, ist es sehr, sehr, es ist eine simple, aber sehr authentische italienische Küche, die eigentlich stark von der römischen Küche geprägt sein wird. Mhm. Und wir werden spezielle Pastateige entwickeln, spezielle Pizzateige entwickeln. Es ist jetzt nicht ein Kreativthema, sondern ein Geschmacksthema. Und das total in einer total entspannten Atmosphäre, in einer fröhlichen Atmosphäre. Und kann Ihnen auch sagen, das werden lustige Restaurants, die Spaß machen, die es aber keinen Anspruch auf Gourmet-Punkte oder Sterne haben. Und einfach tolle Gastronomie unter Freunden für Freunde gemacht. Schöne Idee. Und dann, erzählen Sie uns bitte mal, wie gehen die Chefs, also wir sprechen jetzt gerade hier von Christian Jürgens, Dennis Feix und natürlich Joachim Wissler, wie gehen die mit der Situation um? Was tun die gerade? Also, Herr Wissler, mit dem habe ich vorgestern telefoniert. Der fühlt sich jetzt gesundheitlich sehr wohl. Der war ein bisschen angeschlagen. Anfang des Jahres hat er ein bisschen mit den Bronchien zu tun gehabt. Okay. Hat er alles toll auskurieren können, macht viel Sport, fährt viel Rad, hat er mir erzählt. Können Sie mal schauen, wenn Sie es noch nicht gemacht haben. Kenne ich natürlich, ja. Der kocht also auf Instagram für seine Follower. Also der ist sehr aktiv da. Nennt es auch eine Kreativpause, die er da jetzt hat. Ähnlich sieht es Herr Wissler auch. Aber gut, was sollen Sie sonst auch machen? Ne? Ja. Also wir sehen keinen Sinn drin, dass wir 3-Sterne-Küche zum Abholen machen. Dafür stehen die beiden nicht, ne? Ja, aber viele Spitzenköche haben ja trotzdem beschlossen, Takeaways zu liefern mit einer ganz anderen, authentischeren, rudimentäreren, einfacheren Küche. Das kam für die beiden niemals in Betracht. Nein. Nein, das ist von der Qualität her, kommt es nicht in Betracht und es macht auch wirtschaftlich keinen Sinn. Wir haben es auch mal ausgerechnet, spaßhalber. Und ich sage, dass die Leute, wenn sie jetzt nicht diese ganz hohen Wein der Küche in einem Restaurant erleben können, dass sie versuchen sollen, zu Hause zu kochen, selbst zu kochen. Das ist besser, als irgendwie ein Sous-Vide angelieferte Beutelchen aufzumachen von irgendjemandem und die zu erhitzen.
gibt so viele tolle Kochbücher. Von Herrn Wissler gibt es welche, von Herrn Jürgens, von vielen anderen Köchen mehr. Ja gut, die sind vielleicht ein bisschen zu komplex für den alltäglichen Gebrauch. Nicht unbedingt, nicht immer. Okay. Also wir schicken auch Rezepte rum an unsere Gäste. Also Herr Wissler hat jetzt gerade ein Topfensoufflé-Rezept gemacht. Das kann jeder zu Hause nachmachen. Schmeckt ganz lecker. Wo hat er das veröffentlicht? Wir haben einen Newsletter, die an unsere Gäste rausgehen. Okay, den kriege ich eigentlich auch, aber da war nichts von einem Soufflé dabei. Topfensoufflé, letzte Woche. Vielleicht haben Sie mich heimlich ausgetragen, Herr Schmidt. So, ja. Tagebuch einer Hotelfrau. Ich muss mal ein paar Comments einbinden. Herr Schmidt, mussten Sie in der Althoff Collection betriebsbedingt schon Mitarbeiter durch die Corona-Krise entlassen oder konnten alle Mitarbeiter bisher aufgefangen werden? Aufgefangen in Anführungszeichen. Also wir haben bisher den einen oder anderen Fall gehabt, wo eine Probezeit ausgelaufen ist oder eine Befristung. Es gab es in Ausnahmefällen, ja, aber eine Kündigung im eigentlichen Sinne des Wortes haben wir noch keine einzige aussprechen müssen. Okay, alles klar. Danke für die Beantwortung. Dann hat auch sie noch mal gefragt, Tagebuch einer so und so. Ah nee, das war Passe Seidel. Herr Schmidt, wieso stocken Sie das Kurzarbeitergeld Ihrer Angestellten nicht bedingungslos auf? Die stetigen Umsatzsteigerungen und Gewinne sollten dafür doch für eine Zeit ausreichen. Also wir müssen da ganz vorsichtig sein, Herr Strohmann. Das ist bei 1.800 Mitarbeitern kein unerheblicher Betrag, der uns an Liquidität fehlt, wenn wir jetzt schon aufstocken, auch wenn wir es in Form eines Darlehens erstmal machen. Ja. Und ich habe Ihnen auch schon gesagt, wir haben drei Ziele. Und eins davon heißt, wir müssen das Unternehmen halten. Nur wenn wir das Unternehmen halten, können wir auch unsere Mitarbeiter halten. Und nachdem wir überhaupt nicht wissen, wie lange diese Krise gehen wird, wäre es fatal, jetzt das Geld, was vielleicht noch hier und da ist, einfach jetzt mal schnell auszugeben, um dann den Mitarbeitern im Juli zu erklären, oh, ist leider nichts mehr da. Ja, vollkommen verständlich. Sie haben vorhin Herrn Marrenbach erwähnt. Ja. Herr Marrenbach war oder ist CEO der Oetker Collection und Sie haben ihn abgeworben. Sie oder Herr Althoff, das weiß ich nicht. Wie lief das ab und mit welcher Perspektive? Also wer wen wie wo angesprochen hat, möchte ich es mal außen vor lassen. Okay. Aber der, was Herr Machenbach gesagt hat, was jetzt Herr Machenbach gesagt hat, ist für ihn sicherlich ein großer Beweggrund ist, dass er bei Althoff Unternehmer sein kann. Er ist ja beteiligt bei dem Althoff-Unternehmen. Das ist der Unterschied zur Oetker Collection. Oetker Collection ist ein sehr respektables Unternehmen. Ja. Ohne Frage, aber ganz ohne. Er war nur angestellter CEO sozusagen, oder? Ganz ohne ist Althoff auch nicht. Und es ist sicherlich für ihn interessant. Er ist ja bisher ausschließlich in der Luxushotellerie erfolgreich unterwegs gewesen. Und jetzt hat er eben auch Gelegenheit, sich in der Welt der Vier-Sterne-Hotels und demnächst auch in unserem dritten Brand mit Urban Loft zu beschäftigen. Das kann durchaus auch eine höhere Variantenreichtum sein, der ihm bei uns entgegenkommt. Ne? Was ist Urban Loft? Das haben Sie noch nicht erwähnt. Ja, schön vergessen. Urban Loft ist eine neue, frische Design. Da kommt man schon mal durcheinander, wenn man irgendwie so 20 Outlets hat, oder? Ja, eigentlich sollte ich das nicht. Urban Loft ist eine neue, junge, frische Hotelmarke von uns. Das erste wird eröffnen in Köln, am Eigelstein, nähe vom Hauptbahnhof. Das werden Hotels sein, die ja praktisch die Stadt ins Hotel reinholen wollen und sehr kommunikatives Konzept. Wir werden da keine großen Veranstaltungen machen, Tagungen etc. nicht. Das ist eigentlich ein Übernachten wie in einer Community. Die übernachten da, haben einen großen Foyer- und Lobbybereich und da findet das ganze Leben statt von Coworking Spaces. Man kann da wahrscheinlich Billard spielen und kann essen und kann trinken. Es findet alles in einer Zone statt und das soll also eine ganz junge, frische, neue Hotelmarke werden. Wie gesagt, das erste machen wir jetzt auf in Köln am Eigelstein und das zweite werden wir in 2 Jahren in Berlin eröffnen. Okay, hochinteressant. Wie sieht es denn mit dem Hotel in Köln am Dom eigentlich aus? Schlecht, es dauert noch. Also schlecht heißt, es dauert ewig. Ne? Erzählen Sie mal kurz, also
gab Auflagen von der Stadt und es stand irgendwie unter Denkmalschutz und deswegen musste es sehr behutsam abgerissen werden und dann sind Probleme aufgetaucht. Umreißen Sie das doch mal bitte kurz. Ja. Also das Hotel wurde 2013 geschlossen und dann versuchte man zunächst eine Sanierung im Bestand zu machen. Und die umfangreichen Untersuchungen haben dann 2016 ergeben, dass die Substanz so schlecht ist, dass der Eigentümer war der Meinung, die Substanz ist so schlecht, dass er dann gesagt hat, er entkernt das Ganze. Und das hat natürlich zu ganz neuen Herausforderungen geführt, auch wieder mit dem Denkmalschutz. Mhm. Und es ist ein hochkomplexes Thema. Und jetzt im Moment, wenn Sie da hinfahren würden, dann steht da nur noch die Außenwände. Ja, genau. Und eine Treppe, eine denkmalgeschützte Treppe innen drin noch, die steht auch noch. Ja, und jetzt geht's los, dass wir Anfang nächsten Jahres mit dem Ausbau innen beginnen. Aber das zieht sich doch über Jahre, oder nicht? Ja, wir hoffen, dass wir im spätestens ersten Quartal 2023 eröffnen können. Und Joachim Wissler eröffnet dort ein Casual Fine Dining. Das müssen wir noch mit ihm besprechen, ja, das haben wir noch nicht. Er weiß noch nichts von seinem Glück. Nein, das ist noch nicht entschieden und noch nicht besprochen. Wir haben also verschiedene Konzepte im Kopf, aber es gibt noch keine Beschlussfassung. Und es gibt verschiedene Richtungen, die wir denken im Moment. Und mal schauen. Also ich denke mal, dass wir vielleicht Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres konkreter werden können. Wir haben jetzt noch eine Frage von Jan Strei. Dann hätte ich noch eine und dann entlasse ich Sie auch für heute. Ja. Was machen Sie für die Azubis bei Althoff, wenn es auf das Thema Kurzarbeitergeld zugeht? Stocken Sie die 60% dann auf? Weil manche müssen ja auch Miete zahlen. Das haben wir am Anfang kurz angerissen, aber vielleicht beantworten Sie es bitte nochmal. Also wir entscheiden nächste Woche, also bisher waren die nicht in Kurzarbeit, und wir entscheiden nächste Woche, wie wir mit dem Thema Mai umgehen. Und dann entscheiden wir auch, was wir mit den Azubis machen. Ein Großteil der Azubis wird, konnten wir jetzt schon absehen, nicht in Kurzarbeit gehen, weil sie Berufsschule haben. Okay. Moment, wo die Auszubildenden Berufsschule haben, kann man sie nicht in die Kurzarbeit schicken. Verstehe. Mhm. Herzlichen Dank. Ich hätte noch eine Frage, und zwar, was fordern Sie aktuell von der Politik, damit Hotellerie und Gastronomie, was der Kern der Althoff Collection ist, aber nicht nur der Althoff Collection, sondern was an, ich glaube, 123.000 Betriebe sind es in Deutschland. Was fordern Sie, was muss sich kurzfristig ändern, was muss umgesetzt werden, damit nicht 50% der Betriebe über die Wupper gehen? Also ich glaube, wenn man über Hotel- und Restaurantöffnungen nachdenkt, dann ist die Voraussetzung dafür, dass diese Kontaktbeschränkungen für die allergrößten Teil der Bevölkerung aufgehoben werden. Wenn die aufgehoben werden, die Leute sich wieder liberal und frei bewegen können, dann erwarte ich auch, dass unter wirklich auch strengen Einhaltungen von Abstands- und Hygieneregeln, dass die Hotels wieder touristische Reisen annehmen dürfen und dass auch die Restaurants wieder öffnen. Wir tun von unserer Seite alles dazu bei, Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, damit die Gäste safe und sicher sind. Aber ohne Aufhebung der Kontaktbeschränkungen keine Chance. Verständlich. Vielen Dank für die offenen Worte. Ich schätze Sie sehr als Gesprächspartner. Sie stehen uns immer Frage und Antwort. Immer wenn ich mal eine Frage bezüglich Althoff habe, kann ich Sie kurzfristig anrufen. Und Sie sind da immer sehr, sehr ehrlich. Herzlichen Dank dafür. Bitte bleiben Sie gesund. Kümmern Sie sich weiterhin so gut um Ihre Mitarbeiter. Um die 1.800 waren es, oder? Ja. Mhm. Wahnsinn. Wir haben morgen um 19 Uhr, also genau in 23 Stunden, Kevin Fehling, den Drei-Sterne-Koch, Drei-Sterne-Küche gibt es natürlich nicht, den Spitzenkoch aus dem Drei-Sterne-Restaurant The Table in Hamburg zu Gast. Und er wird uns berichten, wie er durch die Krise kommt. Herr Schmidt, herzlichen Dank. Sehr, sehr schöne Wandfarbe da hinten übrigens. Ja, ich schaue morgen auch zu. Das würde mich sehr freuen. Sind dann die ganzen 80 Outlets auch wieder dabei, wie heute Abend von Althoff? Das war ja der Wahnsinn. Ja, die hören das jetzt ja alle. Die sollen auch alle zuschauen. Kevin Fehling ist ein schlauer Bursche, kann nicht nur gut kochen, der ist auch hochintelligent. Wird bestimmt ein gutes Gespräch. Ich danke Ihnen, dass ich was sagen konnte zu dem Thema.
Und auch Ihnen alles Gute, auch Sie bleiben bitte gesund. Kriegen wir hin. Und dann bis bald in einem unserer Restaurants oder so, ne? Hoffentlich. I can't Also. wait. Bis dahin, schönen Bye bye. Abend. Tschüss, tschüss. Bye.